Jo, hallo Leute, hier sind wir da, back to game. Wir sind gerade mittendrin hier im Spiel. Wir pflanzen gerade die Ranzen in die Lanzen und machen alles gerade hier fertig. Ja, jetzt gleich gibt's eine neue Kartoffel. Er hat meinen Double Shotter weggefressen. Alter, da bin ich dir nicht dankbar für. Da könnte ich dich weghacken. Und er frisst den doch jetzt auch weg, oder? Was ist das denn für ein asoziale Scheiße, Alter. Einfach meinen Double Shotter wegessen. Asozial. Richtig assi. Wirklich. Richtig scheiße finde ich den. Ja, ja. Und er ist schon wieder ein neuer. Ich brauche die Kartoffel. Schnell. Die Kartoffel. Die Kartoffel. Ich brauche ganz schnell die Kartoffel. Ja. Okay, da ist er weg. Kartoffel-Action. Gib mir die Kartoffel. Diese komischen Tauchviecher, Alter. Regen die mich auf. Regen die mich richtig auf. Direkt schon wieder Kartoffelmenschen, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Aber echt, wirklich. Boah, wie viele Sonnen kriegen wir denn jetzt? Was ist denn da los? Seit wann gibt es denn so viele? Guck mal, ich habe fast nur Double Shots da liegen. So heftig. Und wir sind schon in der Final Wave. Aber das gefällt mir nicht, dass die immer aus heiterem Himmel da irgendwie... Nein, nein. Oh nein, die sind gar nicht gut. Die essen alles auf. Die sind gar nicht gut. Die essen echt alles auf. Nur noch die, oder was? Meinst du das ernst? Ja, okay. Ich meine... Ja, die sind ja gleich weg, hoffe ich mal. Helfen wir mal ein bisschen nach, würde ich sagen, hier, ne? Ja, und was das? Oh, 25 nur. Das sieht mir nach einem Gewächswasser aus. Für unser Wasserhaus. Aquatic plant that pulls a zombie underwater. Ach so. Okay. Ach, that pulls a zombie underwater. Du meinst... Oh nein, der Stabhochsprung, Mann. Also die meinen wahrscheinlich... Also ich sag mal, die Dreierlane, die ist ganz gut. Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir das mal mit, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Der meint wahrscheinlich, dass der einen von unter Wasser hochholt, oder nicht? Ja, das wäre mal eine richtig sinnvolle Aktion. Wenn er den von unter Wasser pullt. Das fände ich mal eine gute Aktion. Da hoffe ich doch, dass er das auch macht. Hör mal, der muss er den wegpullen. Den muss er den einfach pullen. Weg damit. Hol den von unter Wasser. Hol ihn rauf, den Jungen. Mach ihn stolz. Mach ihn glücklich. Zeig ihm, wo... Die Pflanze lebt. So, jetzt sollte ich erstmal dann wieder einen 100er sammeln. Ja, den haben wir auch gleich. So, da haben wir den 100er. Dann können wir den jetzt hier wegmachen. Und da haben wir direkt die nächste Sonne. Also das am Ende hier, am Anfang, sage ich mal, das Game ist ungemein wichtig, glaube ich. Dass man hier wirklich die richtigen Pflanzenentscheidungen trifft. Dass man hier die richtige Anzahl direkt baut. Das ist, glaube ich, wirklich unglaublich wichtig für das Spiel. Ansonsten hast du nämlich da echt schon verloren. Bist du nämlich direkt schon weg. So, komm, mach den tot. Ja, das ist auch geil, Leute. So muss das sein. Ich sag euch, das ist aber auch hier... Also, das ist so eins dieser Strategiespiele, die ich wirklich sehr gerne spiele. Also, ich spiele eigentlich eh gerne immer so Strategiespiele, ob das jetzt Fire Emblem ist oder was weiß ich was. Ach du Scheiße. Der ist aber böse da unten. Ah, egal, den konnte ich zum Glück noch wegklatschen. Ja, das ist natürlich der Stabhochsprung, Mann. Der ist natürlich nicht so geil, aber den sollte ich eigentlich noch gebändigt bekommen haben. So, dann muss ich langsam auf dem Wasser auch mal was bauen. Ich setze mal so was hier hin. Weiß zwar nicht genau, was das macht und wie das funktioniert, aber wir probieren es mal aus, würde ich behaupten. Ja, läuft doch.
Also meine Taktik ist eigentlich festgesetzt, ne? Am Anfang hier immer zwei Reihen schön bilden und dann, ja, Double Shots möglich. Am Anfang die noch mit 100ern wegmachen und dann in die Double Shots reingehen. Ja, das läuft doch. So, hier nochmal einen davon. Hier setze ich auch nochmal einen davon hin. Einfach um zu gucken, was das macht. Als kleine Vorsichtsmaßnahme sozusagen. Hier, ansonsten müssen die Double Shots kommen, weißt du? Da kannst du jetzt auch nichts da mit dem Billigen da rumoperieren oder so. Nein. So, was macht der jetzt hier? Was macht der? Ah, okay. Der tötet den einfach. Das ist natürlich auch schön. Instant-Tötung. Verstehe. Das ist natürlich ganz nett. Also das ist natürlich wirklich ganz nett. Oh nein. Huge Wave of Zombies approaching, ne? Das ist nicht so gut. Oh nein, das ist gar nicht gut. Hilfe! Die kommen, die Zombies kommen! Oh nein! Sie kommen, um mich zu holen! Nein! Ja, egal. Leute, wir stehen so gut da momentan. Aber wir haben diesmal drei Zombie-Wave. Okay. Da kommen direkt drei. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ah nein, der isst meine teure Blume jetzt weg, ne? Nein, der hat meine teure Pflanze gegessen, der Penner, Alter. So, der komische Tauchmensch, da wird jetzt aber direkt gekillt. So, da muss ich Kartoffeln hinsetzen dann jetzt auf jeden Fall. Ansonsten geht das gar nicht gut hier, so. Hier muss dann auch hin, zack, zack, zack. Noch eine Double-Shot-Pflanze. Okay. Ja! Großes Geld bekommen. Nice. Sehr gut. Großes Geld ist immer gut. So, den direkt töten. Wirklich. Direkt weg damit. Direkt weg mit so einem Heiler, ey. Der Heiler muss direkt weg. So, komm jetzt. Ah! Kartoffel! Im Übrigen, es gibt immer Leute, die sagen, da steht doch Walnut! Warum sagt der immer Kartoffel? Weil er Kartoffel sagt, Leute. Ich mag Kartoffel mehr. Kartoffel hört sich irgendwie geiler an. Deswegen sage ich Kartoffel. Ist bei mir keine Walnut. Das ist und das bleibt bei mir die Kartoffel. Weil es für mich wie eine Kartoffel aussieht und nicht wie eine Walnuss. Eine Walnuss sieht bei mir anders aus. So, ich glaube, da unten wäre auch nochmal eine Kartoffel dann ganz gut. Also, das ist bisher das Level, in dem ich am heftigsten baue, finde ich. In dem ich jetzt am meisten, hier, am meisten Double Shots und so hab, am meisten heftigsten Shots, wirklich am meisten von allem hab. Deswegen, das ist für mich die bisher heftigste Runde, in dem ich alles zerstöre. Seht's euch an! Wirklich! Ja, da kommen wieder die Entchen-Zombies! Komm her, Entchen-Zombies! Macht mal schön eure Entchen dahin. Hier, guck mal, gibt's noch so einen. Stabhochsprung, Mann, der brauchst du auch gar nicht erst ankommen. Da kannst du die falsche Pflanze in Stabhochsprung versetzen. Ja, hier, können da vergessen. Nächster Double Shot. Selbst wenn du meinst, du musst Kartoffel fressen, kannst du nicht fressen, Junge. Ich Double Shotte dich vorher weg in deinem Leben. Dein Leben hat keinen Double Shot gefunden, als ich deinen Double Shot in deinem gefunden habe, Junge. Kannst du mal sehen, da kannst du auch mit deiner Zombie Final Wave weggehen. Ich sack mir das Geld ein und dann knork ich dich in den Abgrund da. Guck mal, direkt zack weg. Ja, brauchst auch gar nicht erst anfangen, so blöd zu tauchen oder so ein Scheiß. Das kannst du dir direkt sparen, Junge. Ja, Geld nehme ich im Übrigen mit. Vielen Dank. Nächster Double Shot hier auch gesetzt. Nächste Kartoffel hier gesetzt. Zweier Kartoffel Run Rile. Leute, was geht? Zieht's euch rein. Was geht da ab bei mir? Was geht da ab bei mir? Wie hart ist das denn? Da hat ja wirklich keiner eine Chance. Zieht's euch rein. Richtig harte. Jetzt perfekte Double Shot Action. Direkt zack nehme ich mit unter Wasser den nächsten. Wenn er kommt, hat er keine Chance. Ja, das lohnt sich sogar jetzt hier noch die einzelnen, die kleinen wegzumachen, um noch mehr Double Shot Action hinzusetzen. Zieht's euch rein, Leute. Das hätte ich nun wirklich selbst nicht gedacht, dass wir mal hier hinkommen. So heftige Zweier Kartoffel Abwehr Action auch noch am Start. Was willst du denn mehr?
Können wir schon mal den wegbauen hier. Und wir haben jetzt erst die Final Wave. Jetzt erst Final Wave. Und ich bin schon im Grunde perfekt ausgerüstet, weil ich bin perfekt ausgerüstet für die Final Wave. Mir kann da eigentlich gar nichts mehr passieren jetzt. Zieht euch das rein, wie das abgeht. Direkt Kartoffel draufgesetzt. Hier, mach mal nochmal einen weg, weil einfach aus Spaß. Schlüssel! Ich habe einen Schlüssel bekommen! Warte, habe ich jetzt ein Auto? Junge Dave, was geht? Habe ich ein Auto? No, you can visit Crazy Dave's shop! Jetzt erst! Ach so! Hey, you found my car key! Alles klar, next level! Hier machen wir auch im nächsten Mal erst weiter, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Tabletitzgeber. Tschüss!